Das ist nicht so leicht, wie ich dachte. Mist. Okay, probieren wir mal den hier. Nach hier. Das stimmt so nicht. Mist, wenn ich jetzt hochgehe, habe ich ein Problem. Heißt also runter. So. Nach links, nach oben. Gott, ich krieg's nicht hin. Ach so, ich kann das so machen, dann ist es ja kein Problem. Ich dachte, ich muss gucken, dass sie gleichzeitig ankommen. So, haben wir ein neues Teil. Und erstmal wieder wimmeln. Ein Grammophon. Eine Fledermaus. Ein Dudelsack. Der liegt hier. Ein Steinkreis. Das hier vielleicht. Ein Stoßzahn. Wo kriege ich jetzt einen Stoßzahn? Eine Schlange und ein Teppich. Teppich. Schlange und Stoßzahn. Tür. Schlange. Das ist kein Stoßzahn. Eine Puppe und ein Helm. Na gut, das könnte... Na, Puppe. Helm. Tja, Stoßzahn, Stoßzahn, Stoßzahn. Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Wo ist der Stoßzahn? Naja, jetzt können wir hier mitmachen. Hier auf. Ein Skelett, eine Krone brauchen wir auch noch. Eine Maske. Ritualkleidung. Mal hier, hier. Okay, Krone und ein Stoßzahn. Die Krone. Da ist er doch. Sehr schön. Und wir bekommen einen Steinkreis. Den wir jetzt hier einsetzen. Die Symbole sind unleserlich. Eine Art Pulver wäre hilfreich, um sie zu identifizieren. Ah, sehr schön. Ich kann sie alleine mit bloßen Händen nicht öffnen. Haben wir irgendwas? Was ist denn das? Initialen.
könnte nach Hilfe rufen, aber dies ist nicht mehr zu reparieren. So, Beweisstück. Damit können wir doch bestimmt aufhebeln. Ein Autofriedhof. Da können wir noch nichts machen. Tja. Würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder hier hin. Ne, hier hin. So, erstmal Beweise wieder. Täter, oder sowas? First the bodies, now dozens of abandoned cars. It's starting to make sense. Illusion. So this is how the whole thing works. The ruined and deserted park veils itself with an illusion of prosperity. Sometimes luring in unwitting travelers just passing by. Then the illusion fades, revealing the true darkness underneath. But for the innocents who get trapped here, it's already too late. Like flies caught in a spider's web, the spider is already on its way. The cars of the dead are dumped deep in a cave. Their bodies are left in the catacombs to rot. There's only one more question then. Why? The only place where you might find the answer is Whitmarsh's mansion. You have no other option but to break inside. Wissen wir Bescheid. So, du erzählst uns jetzt erstmal noch ein Stück von der Geschichte. Time passed. Months, years. Decades and centuries. In the depths of their hideaways, the worshippers waited until eventually the time came. When in their hearts they heard their masters call again. Wissen wir Bescheid? So, wo können wir hin? Im Tunnel können wir was machen und im unterirdischen Gewölbe. Hier können wir doch nichts mehr machen, oder? Initialen. Könnte höchstens M und R hier. Ah, sehr schön. Turteltauben, nicht viel älter als Anfang 20. Sie sehen so glücklich aus. So, haben wir wieder ein Beweisstück. Also, wir können noch mehr hier machen. Können wir das irgendwo hinschieben? Ach, die Rolle der Verkäuferin. The ticket seller. That must be her in the picture. And in this photo, it's the same person. Where did you find it? Down there, in the dungeon. They were engaged. It's as I feared. She's a victim then. Why would Whitmarsh keep her alive? Wait. I don't remember why, but I must watch. I must watch. If anything happens, I must... A watchman? Evidence. This is referring to her. She had all that stuff from the victim's cars with her. This is the evidence being referenced here. This has to mean Whitmarsh is compelling her. He uses her as a watchdog to alert him if anyone enters the park, and to keep an eye on them once they're inside. But she still retains some of her memories. She remembered the locket. You could try to bring her back memories, even the harmful ones.
spells may break her hypnosis, which Whitmarsh has no doubt exploited. Alles klar, wissen wir Bescheid. So, hier können wir doch... Hier sollten wir eigentlich noch was machen können. Und so, guck mal hier. I remember. Mark! It's Mark. I remember now. Where is he? We came here. He? No? A very long time ago. We camped here. In this abandoned old heritage park. Whitmarsh caught us. He killed my friend. And Mark, my fiancé. I was left alive, but I don't know why. How many years have passed? It's all so blurry, like a dream. No, a nightmare. I feel it's a blessing just to breathe again. I've been suffocating for so long in the dark. Thank you. Whoever you are, and whatever you're doing here, I fear there's not much I can do for you in return. But take this. If you stumble upon my old van, maybe you'll find something useful there. How many years have passed? Please. I need some time to collect myself. Kannst du gerne haben. Ich schnapp mir nur den Autoschlüssel. Und bin dann mal wieder weg. Hier. Zack. Soll man jetzt einen Wagenheber? So schnell geht's. The Simpsons Camper. It's ruined. Ein Schmetterling. Hier gerade was bewegt. Vielleicht war es auch bloß Einbildung. Das Netz hält den Flüssigstickstoff gut gesichert. Wir haben bloß eine Metallstange, aber vielleicht geht's ja. War ja klar. Was haben wir? I remember this casket. It was under the bed when I first explored the camper. So, Beckys Zeichnung. Ich darf sie nicht enttäuschen. Zack, zack. Becky and her mom. I remember being that age. We didn't always get along when I got older. But they look happy here. Like best friends. So wie das sein muss, wir nehmen den Ring mit und die Schere. So, schnipp schnapp. Danke für den Stickstoff. Wieso nehmen wir jetzt eigentlich Mehl mit? Na, was soll's. Achso, Mehl hierfür natürlich und Pulver. So, dreh die Steinscheibe und stelle sie anhand der untenen Tafel Reihenfolge richtig. Okay, heißt wir brauchen den Kreis schon mal. Ne, den den hier brauchen wir. So, dann brauchen wir den hier. Nein. Nee, das muss ein leerer sein. Dann der mit dem Strich und zack. So, eine weitere Marke. Wo können wir denn jetzt noch...